Moin. Jo, ich wollte euch heute ein Windmühlenmesser vorstellen. Und zwar das K2, ein in Solingen produziertes Messer von der Firma Herder. Wir haben hier ein Pflaumenmodell, rostfrei, und das schauen wir uns gleich noch genauer an. Für mich in der Küche unverzichtbar sind große Messer, große Kochmesser, weil immer mal wieder Aufgaben anfallen, wo man einfach eine wirklich lange, lange Klinge braucht. Hier habe ich das Chef Knife von Real Steel. Real Steel hatte vor einigen Jahren mal eine kleine Serie aufgelegt an Kochmessern. Hier ein Modell mit schön polierten G10-Griffschalen. Und das ist jetzt seit ein paar Jahren in Gebrauch bei mir. Nutze ich immer wieder gerne. Aber in der Hauptsache mag ich eigentlich etwas kompaktere, führigere Messer lieber. Hier haben wir zum Beispiel aus der Classic-Reihe von Wüsthof ein Modell mit einer 12 cm Klingenlänge. Wunderbar schneidfreudig dieses Messer. Nicht der schnitthaltigste Stahl, aber einfach ein wirklich hochtaugliches Modell. Oder dieses kleine Hotshoe hier von Diktum. Das ist einfach, das sind so Messer, mit denen arbeite ich wirklich, wirklich gerne in der Küche. Und als ich jetzt vor kurzem in Hamburg war, in der Altonaer Silberwerkstatt, da habe ich halt mal wieder eine große Bandbreite an tollen Kochmessern, Küchenmessern gesehen. Und da kam ich nicht umhin, mir dieses K2-Modell zu kaufen. In der Ausführung rostfreier Stahl mit dem Pflaumenholz, mit der Pflaumenholzbeschalung. Jo, von dieser Linie, diese Messer, hoppla, habe ich schon recht lange im Blick. Und da kam ich diesmal einfach nicht dran vorbei. Wer auf der Suche nach einem schönen Kochmesser ist, wer seine Kochmesser mal wieder scharf machen möchte, überhaupt eine schöne Palette an Messern, findet ihr in der Altonaer Silberwerkstatt. Checkt den mal aus. Ich habe für dieses Messer jetzt 62 Euro bezahlt und freue mich schon sehr drauf, dieses Modell zukünftig nutzen zu können. Dieser super dünne, führige Griff hat mich sehr angesprochen. Liegt wunderbar leicht in der Hand. Dazu dann noch diese Klinge, hat mich schon sehr angemacht. Hier haben wir eine kleine Modellpalette dieser Messer. Im Bedarfsfall einfach mal kurz auf Pause drücken. Hier das K1, dann das K2 Vielzweckmesser mit 11 cm Klingenlänge. Die hätte ich alle gerne. Und auch das K4, wunderschönes Messer. K5, schönes Brotmesser noch. Jo, und hier halt noch ein paar Infos. Auch da einfach mal auf Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Das Tolle ist halt, dass du hier noch die Auswahl immer aus Carbonstahl oder rostfreiem Stahl hast. Dass hier der Solinger Dünnschliff noch angebracht wird. Wir haben eine hohe Härtung der Klinge, also recht gut im Bereich, dass die Schnittkante lange gehalten wird. All das gefällt mir sehr, sehr gut. Und diese Messer gibt es in mehrfachen Griffvariationen. Absolut mal eine Modellreihe, die man als Kochmesser-Fan auschecken sollte. Ja, und hier das K2. Wir haben eine wunderbar dünne Klinge. Das sind nur 1,6 mm. Und die ist sowas von fein ausgeschliffen. Es ist unfassbar fein. Wir haben hier wirklich einen super, super feinen Anschliff drauf. Eine Mikrophase. Das Material hinter der Phase sind ungefähr 0,13 Millimeter, also das ist quasi gar nichts. Ungemein schneidfreudig, dieses Modell. Und schön noch dazu, tolles Material. Und wie ich halt sagte schon, sehr, sehr führig. Ja, da freue ich mich jetzt sehr darauf, dieses Modell in der Zukunft zu nutzen. Und da wird es bestimmt, mal sehen, in einem Jahr oder so mal ein Update zu geben.
ja, ganz, ganz tolles Teil, dieses Windmühlenmesser. Jo, über ein Feedback würde ich mich natürlich freuen, von all den Jungs, die selber gern auf, beziehungsweise die auf Kochmesser stehen. Ja, wie findet ihr das Teil? Lasst mal ein Feedback da, schreibt mal rein, was ihr so in der Küche zu Hause nutzt. Alles klar, und das war's dann von mir auch wieder. Jo, bleibt gesund, Peace, ich bin raus.